Ihr kennt diesen Blick, das bietet nur der Wilhelm-Rabe-Turm. Hier der Blick Richtung Eschershausen, Richtung Weserbergland. Da drüben haben wir den Vogler mit dem Ebersnackenturm. Und da hinten, irgendwo von den Bäumen bedeckt, mein heißgeliebtes Atomkraftwerk Runde. Ja, ich war mal wieder unterwegs, aber diesmal nicht alleine. Wir waren 16 Leute, die hier durch den herrlichen Hills gewandert sind. Unter anderem hier mit Outdoor-Buschbär. Ja, und wenn ihr wissen wollt, warum so viele Leute hier mit dem Sprüdi im Hills unterwegs waren, ja, dann müsst ihr einfach mal dranbleiben. Jetzt hier schon auf strammem Weg Richtung Hills. Ich habe jetzt gerade hier Hohenbüchen hinter mir gelassen und bin jetzt quasi schon kurz vorm von Langen Parkplatz da oberhalb von Grünplan. Und von da soll heute eine herrliche Rundtour starten durch den Hills, ungefähr 12 Kilometer lang. Ja, wir haben heute circa 2 Grad, also recht frisch hier im herrlichen Herbst. Und die Nebelschwaden habe ich unterwegs, ja, hierher schon bewundern dürfen. Echt tolle mystische Atmosphäre, deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf diese Tour. Ja, ich habe festgestellt, wenn ich alleine unterwegs bin, dann hat das irgendwann auf die Dauer einen ganz schön schlechten Einfluss auf mich, wenn ich da immer Selbstgespräche führend durch die Wälder wandere. Und deswegen habe ich mir gesagt, Sprödi, du hast auf wundersame Weise jetzt mal die 1000 Abonnenten erreicht. Dafür übrigens herzlichen Dank mal an dieser Stelle. Und bei so vielen Abonnenten, da musst du einfach auch mal eine gemeinsame Tour starten. Und deswegen habe ich hier zu dieser heutigen Tour aufgerufen und ich hoffe, dass ich ja 3-4 Leutchen finden, die dann mit mir da wirklich auch mal diese schöne Tour hier entlang des Hillskammweges machen wollen. Ja, und deswegen bin ich mal gespannt, wer sich da heute so alles einfindet. Denn ja, über YouTube, über Instagram oder Facebook hat man da doch so einige Kontakte geschlossen. Und so einige Namen, die man dann immer wieder in den Kommentaren sieht und. Und deswegen freue ich mich drauf, dass vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere dann dabei ist, mich auf dieser Tour hier zu begleiten. Ja, 12 Kilometer Rundtour, 250 Höhenmeter, mehr ist erstmal nicht zu sagen. Ja, auf geht's zum von Langen Parkplatz und ich bin gespannt, ja, welche illustre Gesellschaft sich da dann zusammenfindet. Oben am von Langen Parkplatz kam schließlich eine 16-köpfige Wandertruppe zusammen und so machten wir uns bei stetig steigenden Temperaturen langsam auf Richtung unserem ersten Etappenziel, der 4,4 Kilometer entfernten Feuerschneisenhütte. Zwischen von Langen Parkplatz und Feuerschneisenhütte liegen immerhin 180 Höhenmeter. Und während sich im Tal langsam die Nebelfelder auflösten, ja, kamen wir ordentlich auf Temperatur. Ja, 16 Leute sind wir geworden. Herrlich, ich bin schwer begeistert. Wobei ich ja nicht gefragt habe, ob die alle wegen mir da sind. Ich habe einfach alle eingesammelt, die da unten auf dem Parkplatz waren. Habe gesagt, so, jetzt kommt da einfach mal mit. Könnte sein, dass der ein oder andere da gar nicht mitgehen wollte, aber letztendlich keine Chance hat. Ja. Wir sind ja schon fleißig auf dem Hillskammweg, noch ja, ca. 2 Kilometer bis zur Feuerschneisenhütte. Aber den eigentlichen hohen Aufstieg haben wir natürlich noch vor uns. Ja, herrlich. Das Feld zieht sich schon auseinander. Ich bin schon schwer zurückgefallen, weil die wirklich losbürsten wie die Wahnsinnigen. Aber gut, oben an der Feuerschneisenhütte wird eine Pause gemacht und da hole ich sie alle wieder ein. Ja, weiter geht's Richtung Feuerschneisenhütte. Ja, sagen, du könntest montags kommen, ne? Macht jeder gezielte Witten. Ja, mittlerweile haben wir den Idhilsweg erreicht und durch die immer neu entstehenden Lichtungen hier gibt es mittlerweile einen tollen Blick hier aufs Lahnebergland. In Nebel getaucht. Ich hoffe, man kann es auf dem Video erkennen. Aber durch die Nebelfelder ist der Blick Richtung Brocken
den wir hier sonst auch haben, ja, etwas verwehrt. Ja, noch ein steiler Aufstieg, hoch zur Feuerschneisenhütte und dann ist das erste Ziel erreicht. Komischerweise die Offline-Karte von Google Maps. Ach, die Feuerschneisenhütte ist von uns erreicht, hier 432 Meter über Normalnull. Ja, und meine Schnappatmung lässt jetzt ein wenig nach. Aber das ganz steile Stück mit der bloßen Zelle, das haben wir natürlich noch vor uns. Ja, hier herrlich oben auf der Feuerschneisenhütte. Wie gesagt, 430 Meter über Normalnull haben wir hier den herrlichen Blick über den Duinger Wald im Vordergrund und dann hinten Tüsterberg, Id und hier vorne die Idwiesen im Hintergrund, den Vogler. Ihr kennt es schon aus vielen anderen meiner Videos, denn ich bin ja auch nicht das erste Mal hier. Aber jetzt geht es erst noch mal merklich runter in eine Senke und dann geht es hoch zur höchsten Erhebung der bloßen Zelle. Und wenn wir hier 430 Meter sind, die bloße Zelle ist 480 Meter hoch, das heißt 50 Höhenmeter haben wir noch. Aber da es erst noch mal merklich runter geht, gehen wir hier bestimmt jetzt noch mal 70 Meter hoch. Jetzt wird es noch mal anstrengend und oben auf der bloßen Zelle, da ja, sehen wir uns wieder. Ah, die höchste Erhebung hier mit 480 Metern haben wir erreicht und ja, wir sind noch alle zusammen. Man hat mich hier den Berg hoch gehievt quasi. Ich wollte eigentlich schon umkehren und sterben, aber ich bin motiviert worden. Ja, höchste Erhebung 480 Meter und noch 600 Meter zum Wilhelm-Raabe-Turm. Da wollen wir die Aussicht genießen, bevor es dann wieder zurückgeht. Ja. Ah, der Wilhelm-Raabe-Turm hier auf dem Großen Sohl ist erreicht. Hier haben wir schöne Sitzgelegenheiten. Hier machen wir jetzt erstmal ein schönes Päuschen und genießen hier den ja, herrlichen Anblick und das Gefühl, dass wir jetzt hier an der weit entferntesten Stelle von Langenparkplatz sind, nämlich knapp über 6 Kilometer. Ja, wir machen jetzt ein schönes Päuschen und während wir hier ein Päuschen machen, schauen wir uns den Wilhelm-Raabe-Turm gleich nochmal von oben an. Der Wilhelm-Raabe-Turm hoch oben auf dem Großen Sohl war das Highlight auf unserer heutigen Tour. Wer den wagemutigen Aufstieg auf den 15 Meter hohen Metallturm hinter sich gebracht hatte, wurde mit einem herrlichen Blick über das Leine- und Weserbergland belohnt. Mittlerweile hatten sich auch die ganzen Nebelfelder unten in den Tälern aufgelöst, sodass ein schöner Blick Richtung Hilsmulde, Richtung Grünplan möglich war, aber auch Richtung Westen, Richtung Teutoburger Wald. Nur der Blick auf den etwa 50 Kilometer entfernten Brocken war durch diesige Nebelfelder verwehrt. Ist das nicht herrlich? Ich bin jetzt hier oben auf dem Wilhelm-Raabe-Turm mit schönem Blick da hinten auf den Vogler. Und da war auch meine letzte Tour. Da bin ich gestartet von Eschershausen. Das liegt da unten im Tal vom Stauweiher. Und dann über den Kohlhai der zweiten Erhebung. Ich habe es mal im Video markiert. Und dann hoch zum Ebersnackenturm. Ja, eine tolle Tour. Diesmal mit Fahrrad habe ich euch hier oben mal verlinkt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Den Weitblick hier vom Wilhelm-Raabe-Turm, den kennt ihr noch und nöcher. Den habe ich schon in vielen Videos vorgestellt. Ich will euch mal jemand anders vorstellen und zwar hier zu meiner Linken. Das ist der Weltenspatz, so heißt ihr Videokanal, ihr YouTube-Kanal. Und da muss ich mal unbedingt drauf verweisen. Toller Content, Wandervideos, aber auch Geocaching und. Der Weltenspatz mit der weitesten Anreise heute aus? Dem schönen Franken zwischen Würzburg und Nürnberg. Dafür kriegt sie dann nachher noch einen Pokal, aber ganz inoffiziell, da muss ich mir erst noch mal was überlegen. Erzähl, was finden die Zuschauer auf deinem Kanal, was macht ihnen besonders? Im schönen Franken bzw. Unterfranken bin ich viel draußen in der Natur, Wandern, Geocaching, Radfahren, eventuell irgendwann mal auch Camping oder auch Paddeltouren, alles Mögliche, was draußen in der Natur Spaß macht. So, und damit habt ihr schon mal 8 bis 9 Sachen mehr, als die auf meinem Kanal finden könnt. Was für ein Satz. Aber ja, ich bin ja mehr nur fürs Wandern, aber bei ihr habt ihr die komplette Bandbreite an ja, Unternehmungen und Abenteuern, die man draußen so machen kann. Schaut mal drauf, ich habe euch den Kanal hier oben mal verlinkt. Toller Content und vielleicht, ja, lasst da ja mal ein Abo da und unterstützt den Weltenspatz bei ihren ja, Abenteuern. Heute war das Abenteuer hier mit Sprödi. Ja, wir haben hier mal das Leine- und Weserbergland ein bisschen erkundet.
Und ich habe das Gefühl, es gefällt ihr. Ja, komm bestimmt wieder. Also schaut mal drauf. Des Weiteren findet ihr uns beide immer sonntags auf dem Kanal von Peter. Der hat nämlich den Kanal, der heißt Ich am Weg. Und da stellt er sonntags immer so ein paar Kanäle vor. Wenn euer Wanderkanal dort auch mal vorgestellt werden soll, dann müsst ihr euch mal bei dem Peter melden. Den Kanal von Peter, also Ich am Weg, habe ich euch hier oben auch gleich nochmal verlinkt. Und zu meiner Rechten, das heißt, ich muss jetzt aber links über das Leineberglandrücken rüber schwenken. Da haben wir den Outdoor-Buschbär. Da fehlt das T in Outdoor, aber da habe ich ihn schon gefragt, das war ganz bewusst so, ne? Genau, das haben wir so gemacht, weil Outdoor kann ja jeder, ne? So, und der Outdoor-Buschbär, der hat hier schon bei minus 30 Grad da hinten in der Feuerschneisenhütte übernachtet und seitdem hat er mir so ein bisschen Angst gemacht. Aber er ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Mensch, so wie ich auch. Ich gehe durch die Wälder, rede mit mir selber und er übernachtet in der Feuerschneisenhütte im tiefsten Winter. Was finden wir bei dir auf dem Kanal? Mittlerweile ja auch ein bisschen mehr, ne? Ja, ich bin natürlich noch ganz klein. Ich kann jetzt nicht vergleichen mit dem Sprödi. Ich bin jetzt ein Jahr dabei. Ich will das auch klein lassen. So ein Video, wenn ich das bearbeite, sage ich immer, das soll eine halbe Stunde Arbeit sein und mehr will ich da gar nicht rein investieren. Es macht eine Menge Spaß und ich komme aus der Ecke Wandern im Leine-Weser-Bergland, bin in Hannover aufgewachsen, jetzt ein bisschen südwestlich davon sozusagen häuslich geworden und dann geht man halt gerne raus, das kommt aus der Kindheit und bin beigeblieben und wie gesagt, übernachte gerne in der Natur, bin in der Natur. Und die Videos, die gehen mehr oder weniger, es handelt sich da um Materialvergleiche. Ja, und wenn man rausgeht, braucht man gutes Material und da muss man auch mit Leuten sprechen, die das wirklich nicht nur bei Globetrotter gelesen haben oder bei anderen Firmen, sondern das auch mal wirklich im harten Dauereinsatz, sage ich immer, erprobt haben. Solche Sachen mache ich, ganz kurz und knapp. Ne, wenn ihr Materialtestungen sehen wollt, das findet ihr bei ihm. Ja. Ich nutze es immer nur und... Ja, es ist jedermanns Sache. Es ist nicht fürs breite Publikum, muss man einfach sagen. Aber wenn ihr Spaß dran habt, mal was den Kanal habe ich euch auch hier oben mal verlinkt vom Outdoor-Buschbär. Eigentlich wollte heute auch der Dennis mit dabei sein von Dennis geht raus. Der Kanal gefällt mir auch ganz gut. Der Dennis, der testet so Hängematten und auch das, was da drüber kommt. Da gibt es so bestimmte Begriffe für. Ja, Underkilt und... Genau, der ist auch so Produkttester, auch ein sehr toller Kanal. Ja. Auch wenn er heute nicht dabei ist, er sei von uns hier mal ganz lieb gegrüßt. Er ist auf Instagram und auch auf YouTube den Kanal hier auch nochmal abschließend. Ja. Von mir verlinkt, schaut auch mal drauf. Alles sehenswerte Kanäle. Und ihr seht, wenn wir hier in einer illustren Runde unterwegs sind, dann hat man hier echt Spaß im Leine- und Weserbergland. Auf jeden Fall. Ja. Also nochmal schönen Gruß an Dennis. Ne? Wir haben dich jetzt so ein bisschen vermisst. Also ich bin eigentlich auch mitgegangen, um dich mal kennenzulernen. Aber vielleicht haben wir noch mal eine andere Gelegenheit. Ich denke mal, das ist nicht die letzte Runde, die wir hier mit dem Sprödi machen. wirklich sehr schön, kann ich nur jedem empfehlen. Und ich hoffe auf Fortsetzung und dass wir uns dann mal kennenlernen. Genau. Dennis, sei gegrüßt. Wenn du jetzt deine Ohren klingeln, wissen wir warum dann. Ne? Ja, und wir steigen jetzt hier wieder herab vom Wilhelm-Rabe-Turm und dann geht es zurück. Wir wissen noch nicht genau, wo lang, ob wieder den gleichen Weg zurück oder über den wirklich breiten, langweiligen, von langen Weg. Wir müssen mal schauen. Kleine Pause noch und dann geht's weiter. Ah, wir sind schon wieder hier auf dem Rückweg vom Wilhelm-Rabe-Turm. Diesmal doch zurückgegangen über die bloße Zelle. Und hier haben wir einen herrlichen Blick nochmal Richtung Grünplan. Grünplan liegt da unten. Ich habe es im Video markiert. Da nochmal die Schornsteine von der Glasfabrik. Und dann im Hintergrund nochmal Teile vom Hilz. Und ganz hinten haben wir den Selter, der da sich in der Ferne erstreckt, wo auch noch die Nebelschwaden rüberziehen. Echt herrlich. Aber ich glaube, den Brocken, den werden wir heute hier nicht mehr sehen können. Zu viel Nebel. Und ich möchte es mal sagen an der Stelle, wenn ich so ein bisschen anders rede als sonst, das liegt daran, dass die hier alle im Nacken stehen. Ne? Und ich sage hier, die hören hier alle zu. Das kann ich ja gar nicht haben. Deswegen bin ich auch immer alleine unterwegs, weil ich da einfach mit mir selbst reden kann und auch einfach mal mit mir schimpfen kann. Das kann ich ja heute nicht. Ja, macht mir ein bisschen Angst. Aber ich glaube, wir finden noch zurück. So, ich gehe erstmal weiter. Ja, wir sind jetzt hier schon wieder stramm auf dem Rückweg. Koppengrave liegt uns zu Füßen und ich denke mal noch so 2 Kilometer, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer heutigen Reise angekommen, am von Langen Parkplatz. Ja, das heißt, mein Video hier aus dem herrlichen Hilz neigt sich dem Ende entgegen und ja, Weltenspatz zu meiner Linken. Extra aus dem Frankenland angereist, hat mir schon gesagt, es hat ihr sehr gefallen. Ja. Würdest du das so noch mal bestätigen? Es hat mir richtig gut gefallen, es gibt eine Fortsetzung und dann nehme ich noch die Peitsche mit, damit der Sprödi ein bisschen schneller wird.
langsam. Das höre ich mir auch schon den ganzen Weg an, dass ich da wohl mehr so ein gemütlicher Typ bin. Ja, und wenn ihr unterwegs seid hier im Hilz, hier, viele Hilzsteine könnt ihr hier finden und auch wieder auswildern. Ja, du hast so einige heute verteilt, ne? Ja, so 5 Stück habe ich verteilt, aber ich habe auch 3 Steine gefunden. Ja, so soll es sein. Ja. Auch wieder, ja, eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Ich selbst verteile ja auch manchmal die Sprödi-Steine. Und glaubt's mir, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin und die den einen oder anderen bemalten Stein finden und dann ja, voller Freude dieses Teil hochhalten, ja, das ist unbezahlbar. Deswegen, wenn er so einen Stein findet, nehmt ihn mit, versteckt ihn wieder irgendwo anders und vielleicht vorher noch mal posten. Das ist immer sehr spannend, wo diese Steine wieder auftauchen. Ja, ansonsten schaut mal durch meinen Kanal, viele tolle weitere Wanderziele, ihr wisst es, Leinebergland, Weserbergland, Kahlenberger Bergland und. Es gibt viel zu entdecken hier in Niedersachsen und wenn ihr, wie gesagt, mal in andere Gefilde schauen wollt, ja, beim Weltenspatz, da seid ihr im Frankenland und da könnt ihr auch nochmal viele tolle Wanderziele und auch viel über Outdoor und so weiter erfahren. Ich sage Tschüss, euer Spuldi, bis zum nächsten Mal, macht's gut.